Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Dinosaur Death Race. Kommen wir jetzt direkt zu den Regeln. Insgesamt haben wir 10 Kandidaten, die hier gegeneinander antreten und versuchen möglichst viele Punkte zu sammeln. Davon fahren immer die jeweils gleichfarbigen Jeeps in einem Team. Allerdings ist es so, dass nicht alle gleichzeitig fahren, sondern es fahren erst die ersten 5 vorne und dann die zweite Fuhre, die weiter hinten steht. Punkte sammelt man, indem man die Strecke durchfährt und möglichst viele Hindernisse hinter sich lässt. Die einzelnen Bereiche sind auch mit der jeweiligen Punkteanzahl versehen. So kann man immer sehen, wie viele Punkte man gerade sicher hat. Und insgesamt gibt es 8 Bereiche. Man scheidet immer dann aus, wenn das eigene Fahrzeug hier zerstört und fahrunfähig gemacht wird. Das heißt, wenn ich hier jetzt zum Beispiel im zweiten Gehege fahrunfähig gemacht werde, habe ich insgesamt 2 Punkte gesammelt. Falls man es schaffen sollte, die gesamte Rennstrecke hinter sich zu lassen und hier über die Ziellinie zu fahren, hat man hier auch nochmal Bonuspunkte sicher. Der erste, der es schaffen sollte, bekommt nochmal 5 Bonuspunkte, der zweite 4 Bonuspunkte, der dritte 3 und so weiter. Und ganz am Ende werden dann die Punkte des gesamten Teams zusammengerechnet und das Team, was die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt hier das Dinosaur Death Race. Und als kleinen Anreiz gibt es für das Gewinnerteam heute jeweils 5000 dann die Punkte zu gewinnen. Und dann kommen wir schon zu den heutigen Kandidaten. Da haben wir als ersten Fahrer für Team Blau Pauli, Hashtag Love3. Der erste Kandidat für Team Rot ist Ninka77HD. Und der erste Fahrer für Team JWE, das ist Vroni94. Und dann kommen wir zu Team Retro, da haben wir Zero. Und Team Orange, das ist wie immer unser VIP-Team. Dort haben die Mitglieder von meinem YouTube-Kanal nochmal eine zusätzliche Chance teilzunehmen. Dafür blende ich mal eben das VIP-Mitglieder-Glücksrad ein. Und das werden wir gleich drehen. Je nach VIP-Stufe hat man hier unterschiedliche zusätzliche Chancen. Wenn man normaler VIP ist, hat man die einfache zusätzliche Chance, so wie Pia. Oh, habe ich sogar falsch geschrieben. Oder? Ist das ein J? Weiß es nicht. Ist auch egal. So wie Pia hier auf jeden Fall. Wenn man Premium-VIP ist, die dreifache Chance, wie Dia Doofmann da drüber. Und wenn man Elite-VIP ist, die fünffache zusätzliche Chance, so wie Jochen. Der ist 5-mal hier vertreten. Und das Rad drehen wir jetzt. Und dann schauen wir mal, wer hier der erste Fahrer für Team VIP wird, und das ist Jochen mit der fünffachen zusätzlichen Chance. Herzlichen Glückwunsch. Du bist am Start. So, damit haben wir die ersten 5 Teilnehmer. Los geht das Ganze. Ich habe mal die Symbole über den Fahrzeugen angemacht. Das heißt, wenn wir ein bisschen rauszoomen oder die irgendwie Schaden oder so bekommen, dann sollten wir eigentlich das Ganze ein bisschen besser erkennen können. Hoffe ich zumindest. Team Rot und Team VIP kommen ja am besten weg. Die anderen bleiben ein bisschen stehen. Bin sehr gespannt, ob es heute wieder jemand schaffen wird. Ninka und Jochen sind hier vorne. Jochen übernimmt jetzt aber die Führung. Und der hat hier gerade einen sehr guten Moment. Ah, wenn er jetzt nicht stehen bleiben würde. Vom direkt da am Ausgang. Oh, oh. Jochen, du musst da weg. Oh, oh, oh. Okay, das war zum Glück nicht viel Schaden. Ah, das ist schon wieder sehr gefährlich. Team Rot macht das hier gut. Team Rot ist ja sowieso immer irgendwie der Favorit beim Rennen, warum auch immer. Total seltsam. Jochen fährt jetzt aber auch gut voran. Muss jetzt hier am besten Gas geben. Wird jetzt nicht überholt von Zero. Okay. Dachte gerade sie. Zero startet hier einen Überholversuch, wird jetzt aber komplett weggeschoben und überschlägt sich. Oha, die Gullis sind hier komplett in Panik. Team JWE hat es hier richtig schwer. Wird jetzt in diese Bucht reingeschoben. Das ist natürlich bitter. Also für Vroni sieht das gar nicht gut aus hier. Wir müssen aber wieder an die Spitze springen. Wollen da ja nichts verpassen. Hier staut sich das Ganze gerade im Tor. Ich glaube, die Kandidaten blockieren sich hier gegenseitig. Das ist aber gut. Dann verpassen wir hoffentlich nicht so viel. Team Rot traut sich jetzt als erstes. Und wird direkt weggerammt. Oha. Hat jetzt hier schon ordentlich Schaden bekommen. Oh, und Jochen kriegt jetzt auch einen mit. Oh, oh. Ninka und Jochen, beide nur noch bei ca. 50%. Gar nicht gut. Team Blau hängt jetzt hier am Todesfelsen.
Und da hinten kommt auch Roni angefahren. Sehr schön. Oh, Team Blau wird eingeklemmt und zerstört. Pauli Love ist raus im zweiten Gehege. Das heißt, 2 Punkte für Pauli Love. Bitter, bitter, bitter. Und Ninka nutzt die Chance. 55% noch, fährt jetzt hier weiter durch und schafft es auch. Sehr gut gemacht, ist jetzt im Ziegengehege. Die Ablenkung genutzt und direkt durchgefahren. Oh, da hinten ist schon wieder Dinosaurierbedrohung. Das ist nicht gut hier für Team Retro und für Team JWE. Wir sind jetzt hier eingeklemmt zwischen zwei Nasutoceratopsen. Und Jochen hat auch Probleme. Eieiei, ich hoffe, die Kandidaten kommen hier ein bisschen weiter. Scheiden nicht wieder alle hier aus. Aber Jochen und Vroni machen das jetzt sehr gut. Zero hat richtig Probleme. Der hat nur noch 40% und hängt jetzt hier an dem Wrack von Pauli fest. Wir müssen aber an die Spitze springen. Wir können ja ein bisschen oben rechts auf die Nachrichten achten. So, Jochen und Vroni bei dem Ziegengehege werden jetzt auch ein bisschen weggedreht. Aber wir gucken mal, wie sich hier unsere führende Person macht. Nämlich wieder Team Rot mit Ninka. Ist jetzt schon im vierten Gehege. Das große Pflanzenfressergehege. Hat jetzt hier mit einem Euoplocephalus zu kämpfen. Boah, die dicke Keule hier, die solltest du nicht abkriegen. 40% bei dir. Scheint jetzt aber auch gerade nicht voranzukommen. Ah, jetzt. Jetzt fährst du vorbei. Aber du hast hier noch viele, viele Dinosaurier vor dir. Und dieses Gehege ist ja auch echt gefährlich. Hier kann man echt leicht wegglitschen. Haben wir ja beim letzten Mal gesehen. Oh, Dinosaurierbedrohung. Zero wurde zerstört. Wahrscheinlich im zweiten Gehege. Wir gucken gleich mal. Aber das ist gerade hier sehr spannend. Ich schau mal ganz kurz. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts in der Zeit. Jochen und Vroni haben es auch aus dem Ziegengehege rausgeschafft. Okay, das Wrack hat leider so sehr blockiert, dass Zero hier hinten ausgeschieden ist. So, wir springen wieder an die Spitze. Ah, Ninka eingeklemmt hier zwischen zwei Mamenchis. Oha, das könnte natürlich auch gefährlich enden hier. Aber die gehen zum Glück von dir weg. Aber du musst aufpassen, dass du hier nicht an den Rand kommst. An diesem Rand kann man echt leicht wegglitschen. Das haben wir jetzt schon öfter gesehen. Das ist halt immer problematisch, wenn ich nicht sehe, wo ihr wegglitscht. Vielleicht sollten wir bald mal wieder die Regel einführen, wenn man wegglitscht, gar keine Punkte. Oh. Das ist jetzt hier richtig problematisch. Jochen ist jetzt auch hier vorne, übernimmt sogar die Führung. Aber jetzt wieder Ninka. Ninka fährt vorbei. Sehr schön. Jochen ist leider noch ein bisschen gedreht. Und da hinten kommt noch Vroni. Also alle haben hier zu kämpfen. Aber schaffen es jetzt wieder weiter. Sehr, sehr gut. Jetzt drückt hier Ninka richtig aufs Gas. Ist nicht mehr zu bremsen. Wunderschön. Hier ist ein Stego. Da fährt sie dran vorbei, durch den Wald. An den Pachis vorbei. Oha, okay. Das war aber jetzt mit Vollspeed. Aber sehr gut gemacht. Ohne Probleme durchgekommen. Da hinten kommt auch schon jetzt Jochen. Kann der es hier auch so clean machen? Oh, nein. Jochen bleibt hängen. Jochen hat hier richtig Probleme. Bleibt an dem Kopf von dem Pachi hängen. Natürlich bitter. Weiß jetzt nicht, wo Vroni ist. Aber Vroni hängt noch da oben fest. Aber wir gehen wieder an die Spitze. Es ist halt echt schwer, alles zu beobachten. Wäre schön, wenn man irgendwie ein Replay hier aufnehmen könnte. Dann könnte ich immer noch das zeigen, wie die ausscheiden, wenn ich gerade in der Kamera nicht da bin. Aber das ist leider nicht möglich. Ninka macht das hier sehr, sehr gut. Schafft es jetzt hier easy durch das fünfte Gehege? Mega gut gefahren. Wow. Wie sieht es hier mit Jochen aus? Jochen hängt immer noch fest. Aber das heißt ja noch nichts, ne? Es geht hier ja nicht zwangsweise um Geschwindigkeit. Ninka legt sich jetzt hier gerade mit einem Spinoraptor an. Das so eine gute Idee ist. Oh oh. Das könnte hier natürlich zum Ausscheiden führen, wenn der jetzt losrennt. Oh, er dreht sich weg. Wow, Glück gehabt. Okay, das war echt lucky. Dass er sich genau nach links wegdreht. Der hätte nur nach vorne gehen müssen, dann wäre es, glaube ich, vorbei gewesen hier für dich. Aber noch ist kein weiterer Kandidat ausgeschieden. Oben steht auch noch die rote 2. Das heißt, Jochen und Vroni sind noch am Start. Und jetzt ist Jochen zerstört worden. Ich hätte es noch nicht gesagt.
Wir haben es leider nicht gesehen. Aber Ninka macht das hier sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, hier sollte jetzt auch nichts mehr passieren, hoffentlich in dem Gehege. Obwohl doch, hier ist noch ein Spino. Der fährst du auch voll rein, aber der läuft mit einem lauten Schrei auch an dir vorbei. Du hast ja echt Glück. Und der Spinoraptor, da weichst du gut aus. Richtig nice gemacht. Kommst jetzt ins nächste Gehege. Und da hinten kommt schon Vroni. Also Jochen wird wahrscheinlich hier vorne ausgeschieden sein, ne? Ja. Jochen im vierten Gehege zerstört. Dann sind die Kandidaten gar nicht so weit voneinander entfernt. Hier vorne ist Ninka und hier ist Vroni. Sieht jetzt sehr gut aus für Ninka. Ninka macht das echt super. Vielleicht können wir die Kamera so machen, dass wir beides sehen. Ah, ist schwierig. Da unten ist irgendwo Vroni. Oh, Ninka. Das ist hier, glaube ich, schon das siebte Gehege. Also 7 Punkte hast du sicher. Die Dinosaurier, die schreien dich alle nur an. Und die trauen sich irgendwie nicht, dich anzugreifen. Also das ist... Team Rot ist hier schon wieder am Rulen. Kann man nicht anders sagen. Ich weiß echt nicht, woran das liegt. Dass Team Rot immer am besten fährt. Unglaublich. Ninka mit 30%. Jetzt im achten Gehege. Und wie sieht es hier aus mit Vroni? Oh, Vroni hat hier richtig Probleme. Die steht hier gerade vor 4 Spinoraptoren. Macht das aber gut. Die sind hier gerade in ihrer Schnackerrunde. Und Vroni fährt vorbei. Gut gemacht. Schaffst es damit auch ins siebte Gehege. Aber jetzt bin ich gespannt, ob Ninka es hier komplett beenden kann. Wo ist Ninka denn? Ist die schon durch? Da vorne schon. Oha. Okay. Krass. Team Rot, wirklich, wirklich super gefahren. Ich bin beeindruckt. Wow. Damit gibt es 8 plus 5 Punkte für Ninka hier. Sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir noch gucken, ob Vroni es auch noch schaffen kann. Vroni ist hier vorne. Also es sieht hier wieder sehr, sehr gut für Team Rot jetzt aus. Oh, Vroni. Eingeklemmt. Nicht gut. Eieieiei. Und damit ist Vroni zerstört. Das war nicht mal ein übler Knockout, aber so ganz leicht angestoßen die ganze Zeit. Aber jetzt kriegst du noch mal einen drauf. Das war ordentlich. Oha. Okay, das war aber gar nicht so schlecht von der Leistung. Du wirst hier nochmal echt eingeklemmt und weggeschoben. Also, Team Rot sammelt hier 8 plus 5 Punkte. Vroni sammelt 7 Punkte. Und als nächstes hatten wir dann Jochen. Jochen ist hier im vierten Gehege ausgeschieden. Das heißt, 4 Punkte für Jochen. Liegen wir nochmal ein ganzes Stück zurück. Nämlich zu Gehege 2. Eins der schwersten Gehege. Da haben wir Pauli und Zero. Die sammeln leider heute nur 2 Punkte. Und damit kommen wir schon zur zweiten Fuhre für heute. Da haben wir als Teamkollegen für Team Retro Maxi Gach. Der zweite Fahrer für Team Blau, das ist Kanto Bait. Und Team Orange ist wieder unser VIP-Team. Dafür brauchen wir einmal unser Mitglieder-Glücksrad. Wie das Ganze funktioniert, wisst ihr ja schon. Das drehen wir nämlich jetzt einmal. Und dann finden wir heraus, wer diesen Jeep übernehmen wird. Und das ist Jenny. Herzlichen Glückwunsch. Wenn es jetzt übrigens nochmal Vroni gewesen wäre, was fast der Fall war, dann hätte ich nochmal gedreht, weil Vroni ist ja schon einer der Kandidatinnen. So, das Ganze blende ich mal wieder aus und dann geht's weiter. Also Jenny für Team Orange, für Team Rot ist Jess T am Start. Und last but not least für Team JWE, Mitchell Darkwolf. Und los geht das Ganze für unsere zweite Fuhre. Bin ich jetzt sehr gespannt, ob Team Rot es hier wieder so gut schaffen kann. Team Rot wird jetzt erstmal ausgebremst und Mitchell Darkwolf setzt sich durch. Ich habe ja schon gesagt, an der Spitze zu sein ist nicht immer so wichtig. Aber es ist auch nicht verkehrt, ne? Wenn man vorne ist, wird man zumindest nur von den Dinosauriern geblockt und nicht noch von anderen Fahrzeugen. Deswegen bin ich eigentlich großer Fan davon, wenn man vorne wegfährt. Team Orange gibt hier richtig Gas gerade. So. Kann Jenny jetzt überholen? Jenny übernimmt die Führung. Sehr gut vorbeigefahren. Schön durch die Lücke. Mega clean. 100% noch. Gutes Überholmanöver. Oh, Auffahrunfall zwischen Maxi und Jess.
Jess hat, glaube ich, die Bremse nicht gefunden. Aber es das heißt ja auch, wer bremst, verliert. Also richtige Einstellung. Oh, was macht Jess denn jetzt? Rückwärtsgang? Was zur Hölle? Oh oh, das ist gar nicht gut. Aber die Gullies sind gerade alle hier in dieser Lücke drin oder in diesem Futterbereich. Das ist ganz gut. Damit sollten jetzt eigentlich alle Kandidaten problemlos hier durchkommen. Springen wir mal ins zweite Gehege. Oh, da geht's schon ordentlich ab. Oha. Jenny dürfte noch in Führung sein. Dicht gefolgt von Michelle und Kanto. Die beiden Fracks machen natürlich das Ganze jetzt hier nicht leichter. Die blocken jetzt aber auch die Kandidaten. Team Blau blockt Team Retro. Team Retro blockt Team Blau. Alle fünf Kandidaten jetzt auf einem Haufen. Jenny hat hier, glaube ich, die beste Position. Blockt hier auch Rot und ZBE. Das ist jetzt eine spannende Geschichte hier. Oh, Team ZBE macht das gut. Schiebt sich jetzt so ein bisschen vorbei und fährt jetzt außen dran vorbei. Perfekt. Michelle, sehr gut. Aber jetzt kommen schon wieder vier weitere Nasutos. Boah, ich glaube, das wird gleich böse enden hier. Oh, oh. Gar nicht gut. Oh, Jenny wird gedreht. 29% Schaden. Oh, Michelle hat es irgendwie geschafft. Und da hinten wird schon wieder ordentlich geschoben. Oh Gott. Jetzt kommt es hier zur Massenkarambolage. Aber es wurden eigentlich nur beide Fracks weggeschoben aus dem Weg. Gar nicht so schlecht. Die Kandidaten sind hier noch gut dabei. Oh, Jenny hat hier Probleme. Michelle fährt jetzt durch. Boah, das ist jetzt hier gerade richtig übel. Wir bleiben jetzt auf jeden Fall mal hier und gehen nicht an die Spitze. Weil das hier gerade echt spannend ist mit den ganzen Nasutos. Chaos pur. Oha. Team Blau hat 11% und zerstört. Eingeklemmt zwischen zwei Nasutos. Und auch Team Retro eingeklemmt. Auch zerstört. Maxi und Kanto beide raus. Und Jess könnte auch noch ausscheiden. Wird weggerammt. Hat aber noch 40%. Und ist jetzt hier am Rand. Aber ich glaube, Jenny hat die Chance genutzt. Ja. Jenny ist durchgefahren. Hat aber auch nur noch 47%. Und Michelle ist schon ganz weit vorne. Krasse Sache. Ja. Ah, hier. Da ist Jess T. Ich wollte gerade sagen. Also Jess T gibt jetzt hier auch Gas. Die beiden hängen jetzt hier an den Ziegen und... Oha. Kriegen jetzt hier ordentlich einen mit. Wir gehen aber eben an die Spitze mal wieder. Ist lange her, dass wir hier Michelle beobachtet haben. Die ist jetzt schon im vierten Gehege. Das sieht gut aus. Gut durchgefahren an den Dinos. Das hier ist ja eins der schwersten Gehege auch, würde ich sagen. Allein schon, weil hier der Rand ist und wenn man einmal angeditscht wird und zu weit über den Rand fährt, wird man hier weggeglitscht. Das ist natürlich mal ärgerlich, gerade wenn man dann noch so viel Leben hat, wie zum Beispiel Michelle hier. Die macht das super gut. Das sieht hier gut aus für Team JWE. Ich glaube, JWE hat auch hier echt noch eine große Chance auf den Sieg. Weil in der ersten Runde hat es ja Vroni was, glaube ich, auch sehr weit geschafft. Jetzt schon im fünften Gehege. Richtig gut gefahren. Spring nochmal ganz schnell zurück. Hier haben wir nämlich schon Jess T. Auch schon im vierten Gehege. Oh, das wird jetzt hier eine enge Kiste, glaube ich. Unter dem Schweif durch. Wow, nice. Und wo ist denn hier Jenny? Wo ist Jenny? Da. Das dürfte Jenny sein. Ja. Jenny hängt hier vorne an den Pentaceratops fest. Könnte hier gleich zum Ausscheiden führen, weil von hinten kommt auch noch ein riesiger Mamenchi. Und... Bitter, bitter, bitter. Ich hoffe, du schaffst es da vorbei. Wir gehen wieder an die Spitze. Schauen mal kurz, was die Sache ist. Jochen ist hier. Jess T ist schon im fünften Gehege. Mit 38%. Und wo ist unsere Spitze? Die ist hier vorne. Okay. Dinosaurier wurde drin. Jenny wurde zerstört. Hat es leider nicht vorbeigeschafft. Ich glaube, das war ein Europrocephalus, der sie zerstört hat. Bin mir aber nicht sicher. EPC. Oh Gott, fahr los. Da kommt was Gefährliches von hinten. Du musst jetzt Gas geben. Alter, sieht das bedrohlich aus. Gib Gummi. Oh nein, direkt die nächste Bedrohung. Ja, die läuft an dir vorbei. Sehr schön. Das sieht
ja echt gut aus für dich. Wow. Da hinten sehen wir Team Rot. Und Jess. Also wieder Team Rot und JWE. Die kämpfen ja wirklich um den Sieg. Oh, Jess wurde zerstört. Okay, das hat wohl ausgereicht, das Schieben. Damit haben wir nur noch eine Kandidatin drin. Nämlich mit Shell. Und es geht hier jetzt wirklich um den Sieg. Wenn ich hier richtig gerechnet habe. Einmal die Kollegin besuchen. Hallo, Roni. Mit Shell muss es jetzt hier, glaube ich, ins Ziel schaffen. Dann dürfte das reichen. Für Team JWE. Richtig, richtig spannende Kiste. Oh, dieser Schrei ist nice von dem. Letztes Gehege. Wenn du das jetzt schaffst, dann könnte das hier reichen. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Oh, Auffahrunfall nicht gut. 43%, aber du hängst jetzt auf dem Schweif von einem Tyrannosaurus fest. Gib Gas! Aha, du machst das gut. Schön vorbeisneaken. Nicht zu viel Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Die sind ganz schön aggressiv, die Rexies. Oh, oh. Oh. Das kann jetzt hier böse enden. Aber du gibst jetzt Gas im richtigen Moment. Es könnte reichen. Jetzt schnell durch das Tor. Und damit schließt du hier auch das Rennen ab und sammelst 8 plus 5 Punkte. Richtig, richtig gut mit Shell. Wow. Ich würde sagen, wir gehen jetzt... Ne, wir gehen nochmal kurz durch. Also mit Shell 8 plus 5 Punkte. Und dann suchen wir mal eben die Kandidaten. Hätten jetzt auch direkt zur Siegerehrung gehen können, aber wir wollen ja nochmal alles nachschauen. So, Jess T ist für Team Rot in Gehege 5 ausgeschieden. Also 5 Punkte für dich. Dann haben wir weiter oben dürfte Jenny irgendwo sein. Ja, inmitten der Dinosaurier. Jenny hier in Gehege 4 ausgeschieden. 4 Punkte für dich. Und dann müssen wir, glaube ich, schon wieder zurück zu Gehege 2. Ja, zweimal Team Blau, zweimal Team Retro. Vorhin ausgeschieden, das war, glaube ich, Zero und Kanto, oder? Nee, Maxi war's. Ach, ich weiß es nicht. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Auf jeden Fall Team Retro und Team Blau sammeln jeweils 2 Punkte. Und dann kommen wir jetzt zur Siegerehrung von diesem spannenden Rennen für heute. Wir fangen direkt bei einem geteilten Platz 4 an, zwischen logischerweise Team Blau mit Pauli Love 2 Punkte gesammelt und Kanto bei 2 Punkte gesammelt, das heißt insgesamt 4. Und die teilen sich Platz Nummer 4 mit Team Retro, Zero auch 2 Punkte und auch Maxi Gach 2 Punkte, das heißt auch Team Retro hat hier insgesamt 4 Punkte gesammelt. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem eine Menge Spaß hier beim Fahren. Es geht ja auch nicht darum, unbedingt zu gewinnen, sondern auch einfach mal hier teilzunehmen und Spaß zu haben. Und dann kommen wir schon zur Bronzemedaille. Die geht heute an Team VIP mit Jochen Heinen 4 Punkte gesammelt und Jenny 4 Punkte gesammelt. Das heißt insgesamt 8 Punkte für Team VIP. Und jetzt wird's spannend. Viele von euch haben es wahrscheinlich schon errechnet. Der zweite Platz und somit die Silbermedaille, die geht heute an Team Rot. Also Team Rot wird hier nicht gewinnen. Ninka hat das Rennen beendet. 8 plus 5 Punkte, das heißt 13 Punkte. Und Jesty hat es ins fünfte Gehege geschafft. Richtig, richtig gute Leistung. Insgesamt 18 Punkte. Aber Team JW hat es geschafft, diese Leistung noch zu schlagen. Denn Vroni hat 7 Punkte gesammelt. Ist ins siebte Gehege gekommen in der ersten Runde. Und dann kam Mitchell Darkwolf. Die hat das Rennen souverän beendet. Damit auch 13 Punkte und insgesamt einen Punktestand von sagenhaften 20 Punkten. Also wirklich eine Top-Leistung heute von Mitchell und von Vroni, aber natürlich auch von den anderen Teams. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ihr beide seid die Sieger und bekommt die Punkte gut geschrieben. Und falls ihr bei dem nächsten Mitmachprojekt mit dabei sein wollt, sei es jetzt ein Battle Royale, ein Rennen oder was anderes, dann müsst ihr jetzt einmal unten in die Kommentare Hashtag Dundee schreiben. Ganz wichtig, in die Kommentare, nicht in den Videopremieren-Chat. Und mit etwas Glück seid ihr dann im nächsten Video mit dabei. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, euer Dundee.